Also hier brennt natürlich jetzt die ganze Landschaft ab. Ist ja klar. Ist ja klar, ne? So. Da ist noch ein Medikit, ja. Zack. Kubanische Zigarre. Ach, guck mal da. Hier ist aber sonst nichts mehr. Dann haben wir jetzt... Genau, die... Die Muschel, die wollte ich. Dann gehen wir mal wieder zurück. So, jetzt habe ich mal ein bisschen abseits vom Mikrofon gemacht. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht ganz so laut gehört. So, ach genau, wir brauchen den Schlüssel hier. Vom... Ups, jetzt haben wir in den reingeschaut. Ein bisschen mehr der... Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Ah, im kleinen Lösegeld-Videokeller natürlich. Wo auch andere Videos gedreht werden. So, ach, guck mal hier. Ach, wir haben keinen Beuterucksack mehr. Sekunde. Bevor du was gehört hast, erstmal. Beuterucksack. Was haben wir denn dabei? So. Ganz viel unnützes Zeug. Können wir vielleicht noch was herstellen? Herstellen. Irgendwelche... Nö, können wir alles nicht herstellen. Können wir auch alles nicht herstellen. Auch alles nicht herstellen. Machen wir gerade hier noch so ein Blatt weg. So, dann haben wir wieder einen Platz frei. Für einen... unnötigen Kram. So, ist jetzt die Frage, ob wir die Waffe wechseln sollen. Weil, mach ich mal gerade. Weil die haben ja auch die Waffen hier. Und dann hätten wir davon jetzt zumindest quasi Munitionsvorrat gesichert. Außerdem kann ich mit den Dingern auch, naja, nicht besser umgehen, aber sie machen mir, sage ich mal, auch sehr viel Spaß. Ups. So. Lisa, ich komme! Ja, brüll doch nicht so laut hier rum, Mensch. Wo ist der? Ich krieg echt Flagge. Geld. Geld. Geld ist immer wichtig, denn Geld regiert die Welt. Und noch die Leiche hier, die regiert die Weiche. Sekunde. Waren es das schon alle? Nö. So. Ja, gut, dass der beim Kämpfen einfach mal ein bisschen redet. Dafür bin ich ja eigentlich zuständig, aber gut. Dann mach du das halt mal. So, nachladen. Was haben wir hier sonst noch? Sonst ist hier eigentlich... Nee, eigentlich wollte ich die nicht wieder haben, aber... Gut. Zack. Können wir vielleicht wieder zurückwechseln? Oder haben die jetzt auch wieder alle... Nee, die haben auch teilweise noch die, okay. So. Zack, das Geld nehmen. Ich komme, Lisa! Oh, das war gerade etwas komisch. Der hat sich etwas komisch benommen. Der war etwas wirr im Kopf. So. Dann gehen wir doch mal weiter. Da ist eine Tür. Hier ist noch Schränke mit Steinen drin. Das ist sehr wichtig. Also wenn ich hier Pirat wäre im Lager, ich würde auf jeden Fall auch mehr Steine in mein Dings reintun. Das wäre ein hohes Gut quasi. Auf einer steinigen, strandigen Insel. Felsig, meinte ich. Gut. Guck
mal da, Relikt. So. 420 drückt jetzt keine Sekunde. Wir haben Spinne 22 gefunden. Die Spinne ist eine Meisterin der Tarnung, eine geschickte Sammlerin. Spinnenrelikte sind gut versteckt. Gut. Die war sehr gut versteckt. Sie ist nicht hier. Bitte. Nein. Ich will, dass du sagst, Mom, Dad. Mom. Dad. Ich liebe euch. Mom. Dad. Ich will nach Hause. Es war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kannst es doch an, Nina, los. Nein. Yo, was? Die Brody-Jungs haben gerade den Funk damit du Benny, Ben. Ich drehe hier einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten schreien das alles. Nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich. Fick mich. Wow, Tiger. Wo wir leider nicht rankommen. Ohne Kettensäge, die wir leider nicht benutzen können. Okay, ich hätte mir das jetzt gerne zu Ende angeguckt, aber die Zeit haben wir nicht. Ach, guck mal hier. Blut. Und... Oh. Tätowiert. Ich will wissen, wer das gemacht hat. Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Jetzt bist du einer von uns. Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht, jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Es reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Oh, wir sind gerade ein Stockwerk tiefer gekommen. Und wir müssen uns beeilen. Ich bin unterwegs! Oh nein, das Gebäude schützt dich ein! Denn. Ich muss auf die Rohre schießen! Ja. So, wir. Ja, ist nicht schlimm, das ist... Wärmt ja. Wenn jetzt hier Schnee liegen würde, dann würdest du dich freuen. So, wir sind aber jetzt hier nicht zum Kasten da, sondern... Lisa, ich seh die
komme! Hallo? Ach so. Wie? So? Keine Chance! Nicht da lang! Auf keinen Fall da lang! Ja, so. Zack. Dann noch hier eben kurz das Feuer löschen. Hallo. So. Und. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Junge. Ja, jetzt beruhig dich mal. Das ist nur ein brennendes, einstürzendes Gebäude, wo du gerade durchläufst. Da brauchst du dir jetzt mal überhaupt gar keine Gedanken machen. Und da musst du jetzt noch hoch. Zack. Ja, ist gut. Ganz ruhig, Lisa, ich komme. Keine Sorge, ich bin da. Oh mein Gott. Und still. Wir haben Oliver. Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Dann lass mir nach. Ich habe eine Idee. Jo, was hast du denn für Ideen? Okay. Oh. Oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh. Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Da drüben, der Wagen. Jetzt hör hier auf rumzustöhnen. Komm, hab... Er ist im Freien. Den hol ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay. Und da beginnt der Fehler. Oh, er springt nicht an. Frau am Steuer. Los jetzt, Jason! Wir müssen verschwinden! Hilfe! Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? So, wir haben ein Dingsgerät. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung. Genau, Verkehrsberuhigung machen ich wir jetzt hier mal gerade. Wie soll ich damit klarkommen? So sieht das aus. Verkehrsberuhigung größter Güte. Nö, tun sie nicht. Jep, ich schieße auf ihn. Du bist keine Hilfe. Nee, stimmt, ich bin... Nee, Quatsch. Also wenn hier jemand eine Hilfe ist, dann du. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen. Okay, ich schieße tatsächlich immer daneben. Hände auf 10 vor 2, 10 vor 2. Dann fahr du doch. Frau am Steuer, ich sag es doch. So, wo... Okay. Serpentine! Serpentine! Was? Das wirft mir weg. Wir hängen sie ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller! Geil! Diese Fischer haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Nee, haben sie nicht. Tatsächlich. Großartig!
du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Auf geht's.